Zuschauer und natürlich unser Wobel komme ich schon aus dem Häuschen. Denn Sie wissen ja, am Samstag, 15:45 beim ZDF gibt es die Kochschule, die es sonst nirgends gibt. Und es gibt hier Gäste, die super kochen können. An meiner Seite heute ein toller Mann. Kinderstar, Moderator, Schauspieler. Hier ist Tommy, hier ist Thomas Orner. Hallo. Danke für die netten Worte. Wird sie noch rausstellen. Lieber Thomas, ja? Ja, ja. Sag ich jetzt Thomas, Johann. Lieber Thomas, ja. Was kochst du heute? Was koche ich heute? Buchteln. Nicht schwuchteln. Nee, schwuchteln. Buchteln. 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 Buchteln, schwuchteln und wachteln. Buchteln, das ist so eine Art Hefegebäck. Dazu gibt es. Dampfnudeln heißt es in Bayern. Dampfnudeln. So ähnlich, ja. Okay. Dazu gibt es karamellisierte Äpfel und ein ganz leckeres Espresso-Eis. Espresso-Eis? Ja. Aha, also richtig. Ja, Eis, Eis, Eis. So. Und bei mir gibt es kleine Wachteln, die werden gefüllt. Und dazu gibt es einen ganz leckeren Polenta mit einer Rotweinsauce. Rotweinsauce. So. Ja. Und weißt du was, Thomas? Ich glaube, dass mit den beiden Gerichten unsere Zuschauer schon zufrieden sind. Aber der Horst, glaube ich, ist auch noch da. Ach so, die müssen auch noch was machen. Okay. Ja, probiert's mal. Ja, also auch von unserer Seite ein herzliches Willkommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überaus glücklich. Sie ist das dritte Mal dabei, aber ich kriege nicht genug von ihr. Susanne Fröhlich. Danke. Dein Applaus. Dankeschön. Herrlich. Ah, hast du das gehört, Susannchen, weißt du? Ja. Bei Johann gibt es heute einen Schwuchtel mit Espresso. Nee, mit Espresso. Wir machen natürlich auch was Leckeres. Ja, wir machen was Tolles, und zwar überbackene Pfifferlinge. Ah. Und das wird ein Traum. Und vor allem ist es auch schnell gemacht. Es ist das habe ich gemacht. Ja, sehr gerne. Ja, ja, weil wenn ich schon Wachteln höre und so bei Johann, das ist ja alles so ein Gepule und so. Ach, grausam. Weißt du, dann auch noch kleine. Ich würde ja direkt eine Gans machen. Übrigens werde ich natürlich trotzdem auch noch kochen. Ich habe mir nämlich was vorgegeben. Victoria Barsch, Mensch, mit Spitzkohlgemüse. Übrigens, Victoria Barsch gab es heute Morgen keinen. Ich mache Rotbarsch. Aber meine Damen und Herren, ich kann nicht vorher anfangen zu kochen. Ich muss ihn erst begrüßen. Er ist für mich wie der Wochenmarkt. Er ist für mich der Tau in der Küche. Johann! Ja. Johann, ich habe gehört, heute hast du richtig Arbeit. Ja, also, ich muss dir sagen, ich habe mir sehr viel vorgenommen, deshalb bitte nicht stören. Selbstverständlich, Johann. Ja. Wir werden das ganz korrekt halten, meine Damen und Herren, wenn ich Sie bitten durfte. Heute spielen wir alle ein wenig Heinz Sielmann. Heute werden wir nur beobachten, aber nicht anfassen. Ja, hier genau. Sehen wir ihn in seinem Lebensraum, in seinem natürlichen Lebensraum, den Koch. Der Koch, der heute ganz vor... Man macht ihn schon nervös. Ich glaube, ich komme nachher noch mal wieder. Tommy, ganz kurz. Habe ich dich jemals abgelenkt, Johann? Mama Walter. Was willst du wissen? Eine Frage habe ich, die brennt mir wirklich auf der Zunge. Als Johann dich anmoderiert hat, ich würde ja irgendwann um mich schlagen, wenn irgendjemand jetzt noch sagt, so, du bist ja jetzt mal gerade knappe 40, also Mitte 40, Mitte 40 wenn man dich dann ankündigt mit Kinderstar. Ich meine, auf der einen Seite lobt einen das ja ein. Ja, aber es gehört ja dazu. Es gehört ja dazu. Also Tim Thaler war ja eine Serie hier im ZDF, die haben die Leute gesehen. Das weiß ich. Und dazu kann man heute auch noch stehen. Also schlimmer wäre es, wenn ich früher ein Porno gemacht hätte und er hätte gesagt, er hat ein Porno gemacht. Also dann hätte ich ein Problem. Aber wenn er sagt, ich habe eine Kinderserie gemacht, ist das okay. Das wäre doch nicht schlimmer gewesen, Mensch, oder? Ich weiß, vielleicht hätte es mir Spaß gemacht, aber das ist ein anderes Thema. Komm, Susanne, wir fangen einfach mal an zu kochen. Ist das die Platte hier? So, der ist für mich, der ist für dich, für deine Pfifferlinge. Okay. Ja, er ist ein bisschen feingehackte Zwiebelchen, Knoblauch mit ein klein bisschen Butter glasig werden lassen. Ah, okay. Ja, Tröpfchen Öl. Nein, wir nehmen die Butter, wir nehmen die Butter. Ja, kann denn Butter schon ordentlich sein? So? Ja, sicher. Ne? Der Horst und ich verstehen uns. Ja. Geh rein, du Butter. Ja, wir sind die letzten zwei, die Butter essen, glaube ich. Wir sind die letzten beiden, die dazu stehen. Und die jetzt auch noch ihr böses Brot essen. Ja. Susanne, aber sei mal ganz ehrlich. Susanne, wie lange ist das her mit dem Butterberg? 20 Jahre. Wie lange mache ich das im Fernsehen? Weg ist er.
Weg ist er. Ja. Wir schmelzen die Butter, dann kommen die Zwiebelchen und der Knoblauch. Und der Knoblauch. Gibt es da eine Reihenfolge? Nö. Nö. Kann ich gerade so einfach. Kannst du so, wie du lustig bist, sollte beides nur nicht schwarz werden. Okay. Pfifferlinge schön abbürsten, ein bisschen melieren, dann dazu tun. Ich werde mich in der Zwischenzeit mal mit dem Spitzkohl beschäftigen. Ja. Weil Johann dürfen wir heute, wie gesagt, nicht stören. Guck mal, der hat schon so kleine Flecken, hat er. Nee, nee, alles gut. Ich mache gerade die Füllung für die Wachtel. Und zwar, ich habe hier Schalotten angeschwitzt mit Knoblauch und in etwas Olivenöl. Habe jetzt reingegeben die kandierten Früchte, Pflaumen, Birnen, Äpfel, alles, was es so gibt, mit Aprikosen. Und lasse es jetzt schön einkochen und habe dazugegeben etwas frisches Lorbeerblatt. Lorbeerblatt ist ganz wichtig. Das muss man, also wenn man es nimmt, frisch, ganz fein schneiden, damit der Geschmack rauskommt. Ganz das fein, Aroma, ne? Genau, dass das Aroma rausgeht. Ganz feine Streifen schneiden. Ich wollte dich ja eigentlich nicht stören, aber kann es sein, dass dieses Lorbeerblatt sich sein ganzes Aroma für diesen einen jungfräulichen Moment aufgehoben hat? Ja, klar. Nur für dich, Johann. Nur für das Essen heute, sonst gar nichts. Deshalb merkt man richtig, wie so ein Lorbeerblatt sich regelt, wenn Johann es gleich schneidet. Das ist unglaublich. So, dann machen wir damit das Eis jetzt, gell? Ja, ich mach die Äpfel jetzt hier. Nee, erstmal Eis. Eis? Und zwar, guck mal hier, das ist jetzt Sahne und Espresso, also Espresso im gleichen Verhältnis. Ja. Jetzt gibst du da Zucker dazu. Was denn jetzt, Johann? Sahne oder Espresso? Beides. Beides. Zucker und jetzt machst du da in die Schüssel 8 Eigelb, ja? 8 Eigelb nur. Genau, die Eigelbe, genau. Das heißt, und dann wir müssen es trennen, sozusagen. Müssen das Wo trenne ich denn rein? Wohin? Hast du noch eine? Oder sonst trenne ich das auf dem Boden. Na, hör auf jetzt. Hier ist eine Schüssel. So Pass bitte. Auf, ja, du darfst ihn heute nicht nervös machen. Ich bin, rein, gib mir größte Mühe. So. Ja, hast du Knoblauch drin? Gut, natürlich. Wunderbar. Sehr schön. Die Pfifferlinge schön meliert? Meliert? Meliert. Ach so, die müssen ja meliert werden. Ja, melieren ich heißt... Ich muss dir sagen, dieses Pfifferling-Putzen ist ja ein bisschen Strafarbeit. Ist. Deswegen esse ich Pilze ja auch gerne im Lokal, weil jeden einzelnen Pilz hier quasi so... Ja, aber deswegen mache ich ja das Gericht nicht und mache das hier, weil... So, jetzt bestäube ich die einfach ein bisschen mit Mehl. Genau. Melieren heißt Mehl vorsichtig über den Lebensmittel verlieren. Melieren. Aha. Ne? Vorsichtig verlieren. Ja, so, dass überall ein bisschen drauf ist. Weißt du eigentlich, warum Pfifferlinge Pfifferlinge heißen? Nein, aber du wirst es mir sicher sofort sagen. Ja, weil die pfeifen. Aha. Ja, ist wirklich wahr. Stimmt's, Johann? Habe ich noch nie gehört, aber macht nichts. Nein, ich wollte dich ja nicht stören. Doch, so. Wenn man Pfifferlinge anbrät. Jetzt ohne Witz. Stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich jetzt? Bitte? Also wenn das wir das jetzt hören, wenn wir sie reinfüllen. Pfifferlinge, weil sie pfeifen. Ja, wenn man die in heißes Fett tut. Ja, stimmt. Also jetzt. Ja, tu sie mal rein. Ich würde auch pfeifen, wenn man mich in heißes Fett tut, ja. Aber gut. Ja, ja dann ist so, als wenn Johann in die Sauna geht, da flötet der auch. Ich pfeife auch schon, aber aus dem letzten Loch hier. Ja, so. Mach du mal deine 8 Eier klar da. Nicht stören, nicht reden, das ist schwierig hier. Ja, wie bei Heinz Siegelmann, nicht anfassen, ja. Nur beobachten. Guck mal, ich habe jetzt hier die Füllung mit dem schönen Mango-Senf habe ich jetzt reingemacht. Sieht lecker aus, Johann. Und Chili, Salz und Pfeffer und jetzt tue ich das Ganze in den Spritzbeutel und fülle dann die Wachtel damit. So, meine Damen und Herren, wenn Sie mal kurz einen Applaus geben, ich habe es geschafft. Alle Eier. Nicht schlecht, ja. Oder? Es hätte schlimmer ausgehen können. Großartig, so. Aber dass du das ganze Eiweiß auf die Platte schütten sollst, habe ich nichts gesagt davon. Das hätten die nie gemerkt, wenn du es nicht gesagt hättest. Ja, guck mal hier. Muss ich wischen. Jetzt ist der ganze Thomas, hier kriegst du direkt einen um den Sack. Übrigens, so. Susanne, wenn du mal raus möchtest, du hast jetzt gelernt, sag einfach Bescheid. Also wir füllen jetzt einfach die Wachtel mit der Füllung. So, guck mal, Horst. Das finde ich optisch... Nicht schwierig. Schön. Nein. Was? Susanne, jetzt guck dir das mal an. Nee, das will ich nicht anschauen. Oh. Ja, hallo, das ist ja ganz Johann, normal. Wieso nimmst du eigentlich eine Mütze für diesen Einlauf für die Wachtel? Ja. Genau das. Das ist wie ein Falschrum-Einlauf, gell? Ja. Guck mal, das sind die ersten Hühner, die einen Einlauf aus der Kochmütze von Johann kriegen. Das ist kein Wunder, wenn wir demnächst eine Tiersendung vorher laufen haben, weißt du?
Mein Gott, ich halte das wirklich für schwierig. Übrigens, ich hätte gerne mal einen Applaus für Susanne Fröhlich, weil sie hat die Pfifferlinge im Topf. Bitte. So, jetzt werden diese Wachtel schön angebraten. Hui. In Butter. Hui. Können wir dafür einen kleinen Applaus haben? Petersilie. Petersilie. Dazu geben wir jetzt etwas Knoblauch. Hui. Möchtest du dafür jetzt schon Applaus? Aber wir wollen dich nicht stören, später. Johann. So. Kann ich, wenn ihr will, Estragon haben, bitte? Sehr gerne, Johann. Wie viel hättest du von meinem Estragon? Ein bisschen gern? Was. Ein bisschen was? Ja. Komm her, du weißt ja, meiner ist nicht ganz so frisch. Ja. Weil ich war nicht so früh am Markt wie du. Ja. So. Sehr schön sieht das aus, Johann. Während du deinen Bart hochgedreht hast, habe ich Estragon eingekauft. Also zwei habe ich jetzt geschält. Das habe ich auch geschafft. Nee, jetzt machst du erstmal den Teil. Erst machen wir das Eis zuerst. Ja, ja. Wir geben jetzt einen Teil von dieser Milch, also Sahne mit Kaffee und Zucker zu den Eiern. Ja. Dann verrühren wir das hier und dann machen wir das Ganze nochmal hier dazu und müssen das jetzt zur Rose abziehen. Das heißt, das Eis muss erstmal so eine leichte Bindung haben. Guck mal hier rein. Jetzt rühren, bis das Ganze leicht dickflüssig ist. Das heißt, wir, das machst du die ganze Zeit. Nee, du jetzt. Ach so, gut. Wie fein willst du die Petersilie haben? Also nicht so fein wie Johanns Lorbeerblatt. Okay, aber feiner als das. Wenn's ja, sagen wir so, ein bisschen feiner. Ja. Okay. Na, so, dass man zumindest das Gefühl hat, es wäre ein Messer in der Nähe gewesen. Warum nimmst du jetzt glatte Petersilie und keine graue? So einfach, weil du dir... Nein. Magst du sie lieber? Nein, die glatte Petersilie hat tatsächlich mehr Aroma. Okay. Ist wirklich wahr. Also glatte Petersilie hat ein schöneres Aroma, okay. Schmeckt dem Essen wesentlich intensiver. Und weißt du, das ist wie Horst und Johann. Und stimmt. Wer ist die glatte Petersilie von euch? Da. Ja? Ja, ja. Dick genug? Ja. Dick genug? So, das muss reichen. Das reicht, ja. Dazu? Da darfst du ruhig ein bisschen mehr Temperatur machen. Ja, das war mir eben so. Ich dachte, das brennt mir da unten sonst so an. Weißt nee, du? Nee, lass ruhig ich mal. Ich hab auch noch was Butter rein, sicherheitshalber. Ja. Mit dir kann man arbeiten. Ja. Susanne, komm mal gucken. Das ist so. Das erste Eis, was dampft. Ja, das heißt, das hat jetzt so eine schöne ja. sämige Flüssigkeit. Ja. Und jetzt das quasi hat es eine ja. Bindung und jetzt wird das ganz durch ein Sieb gegossen, damit das Eigelb nicht stockt in der Flüssigkeit, dass es nicht gerinnt. Wird es jetzt schon durchgegossen. Siehst du hier, am ja. Boden ist schon, siehst du, das kann man hier mal ganz kurz zeigen mit der Kamera, ist hier schon Rührei. Das möchte ich auf keinen Fall haben. Ich möchte nur ganz... Heißes Eis. Nein, das wird jetzt gefroren. So, guck mal. Jetzt gibt es noch dazu Kaffeelikör und gibst das Ganze in die Eismaschine. Wo ist der Kaffeelikör? Ist das der hier? Ja, genau. Probier mal. Aber nicht zu viel eingeben, gell? Guck mal, Johann, da vorne. Genug. So, also ich muss sagen, das mit Eis. Genau. Da drin. Und jetzt bitte in die ja. Eismaschine da drüben. Ja, bin ja schon soweit. Und einschalten. Wo macht man sie aus? Wo macht man sie ja, aus? Das ist die Kühlmaschine. Ach so. So, aber Johann. Johann. Ja, aber ich finde das toll. So schaut also eine Küche von innen aus. Ja, der Hammer. Komm mal. Ach so, hier, da. Ja, ja, komm. Das ist eine Eismaschine. Das ist eine Eismaschine. Das ist okay. Susanne, das ist bei Johann. Der bringt Geräte mit, da weiß er gar nicht, was das ist. Ein Kühlschrank oder so. Aber soll ich dir sagen, so viel Platz habe ich da gar nicht. So, also ich sag mal so, also wenn die Maschine bei mir in der Küche steht, kann ich nicht jetzt mehr rein. Ja. Ja? Aber jetzt die sieht doch aus wie ein Hubschrauber. Das ist eine Eismaschine. So. Das ist eine, was ist das, Johann? Das ist eine Küchenmaschine. Eine Küchenmaschine. So, Eismaschine, Küchenmaschine. Und jetzt, pass auf, jetzt musst du hier Folgendes machen. Ja. Jetzt musst du zu dem Vorteig hier dazugeben. So. Zwei Eier, zwei Eigelb. Die Butter, Orangenscheibe und das ganze Mehl. Was heißt zwei Eier, zwei Eier? Also zwei normale Eier mit allem drum und dran und dann nur zwei Eigelb. Genau. Ich habe kein Abitur. Kannst du das nicht, kannst du das nicht normal sagen? Jetzt haben wir ganz ehrlich, jetzt guck mal die Wachteln hier, die sind doch super lecker.
Man, entschuldige bitte, ist doch Wahnsinn hier, guck mal. Man möchte halt nicht dran denken, was du gerade mit ihnen gemacht hast. Was? Aber... Was? Und dann grinsen die Viecher auch noch so. Die sind doch sehr schön, guck mal. Eine hat auch gezuckt, habe ich genau gesehen. Ja. Johann, kann ich die Maschine mal geliehen haben? Für was? Die Eismaschine. Nee, das ist ja die Batata. Ach so, ja. Nee, aber die Maschine, weißt, ich habe mir so ein Schlauchboot für Kroatien gekauft. Das sieht aus wie ein Außenbordmotor. So. Weil die kann auch kochen, wenn dir das Wasser zu kalt ist, wenn du in Urlaub bist. Jetzt machst du das Mehl. Er wärmt das komplette Meer noch. Komplett? Ja. Ja. Alles. Alles? Ja. Dann die Butter rein. Und auch noch mal hier Orangenschale. Hier vorne. Abreiben bitte. Raspeln. Genau, raspeln. Die Raspel haben wir hier. Das war so, die Pfifferlinge hast du jetzt richtig schön angebraten. Ja. Meliert haben wir sie, damit sie keine Flüssigkeit verlieren. Hast Creme fraiche dazu getan. Feine Blattpetersilie, bisschen Salz, Pfeffer. Jo. Jetzt werden wir es mal probieren. Jetzt kommen die in eine eingefettete Auflaufform. Und da kommt Pecorino drüber Chef, zum Überbacken. Chef, du kriegst einen Löffel hier. Ja, danke schön. Ich habe übrigens den Spitzkohl ein bisschen Öl angebraten, mit Weißwein abgelöscht. Und habe mir jetzt schon mal die Soße, die gleich dazu kommt, kalt angerührt. Und zwar Gemüsebrühe, Sahne, Senf, Salz, Pfeffer, Kurkuma. Ist ein fantastisches Gewürz, lassen wir uns gleich von Johann mal erklären. Wird ganz schön angerührt und habe frischen Salbei geschnitten. Der kommt gleich schon mit dabei und Estragon. Kurkuma ist eine Gelbwurz. Eine Gelbwurz? Genau, so eine gelbe Wurzel und da wird das Ganze gemahlen. Mehr Salz, ja. Dann sag auch dazu falschen Safran. Ich habe immer Angst, zu viel reinzumachen. Deswegen mache ich nach und nach. Das ist gar nicht so dumm. Nee, gar nicht so dumm. Weil das kriegt man ja auch später schwer raus. Du solltest aber rühren vorm Probieren. Ne? Weil jetzt hast du wahrscheinlich nur Salz probiert. Wenn man zu viel hat, nützt es wirklich, eine Scheibe Brot reinzulegen? Nee, aber beruhigt. Ja. Na ja, auch was. Ne? Okay, jetzt kommt's hier rein. Ja. Noch mehr. Ja, Pfeffer. Jetzt. So, hat alles drin? Ja, eigentlich schon. Jetzt in die Maschinen einspalten. Ja, guck mal hier. Ich habe die Wachteln jetzt auf Alufolie gegeben und gieße jetzt oben drüber dieses heiße, schöne Honig-Butter-Gemisch hier. Und tue dann die Wachteln gleich im Ofen garen. Guck mal hier. Wow. Ja. Kommt in den Ofen jetzt rein. Und die Früher hat Johann dafür noch Applaus bekommen, meine Damen und Herren. Ne, stimmt doch, Johann, oder? Ja. Wie kriege ich jetzt diesen Außenbordmotor wieder an? So, jetzt musst du erst mal einen Knethaken reinmachen da. Knethaken. Ohne die Schiffsschraube. Ich sag doch, das ist die Schiffsschraube. Das ist die Schiffsschraube. Das ist die Schiffsschraube. Ist der links drehend oder rechts drehend? Das muss man beim Steuern des Bootes auch wissen. So, jetzt sagen wir mal, wo ist Backbord und wo ist Steuerbord an der Maschine? Steuerbord ist normalerweise jetzt rechts, aber hier ist links. Einschalten, Herz. Ja. Und jetzt stellst du hier dazu ungefähr 50 Grad Temperatur, 50, ja. Damit der Hefeteig schön warm wird und dann gleichmäßig aufgeht. Jetzt kannst du hier ein bisschen aufräumen und dann kannst du gleich die Äpfel schälen. Ja. So. Wie geht denn so ein Teig? Was? Wie so ein Teig geht? Ja, durch die Hefe entsteht ja, also der Hefe ist ein natürlicher Pilz. Und da entwickelt sich Kohlendioxid. Und durch das Kohlendioxid werden so Bläschen im Teig. Und je öfter man den Teig zusammenschlägt, desto feiner werden die Bläschen. Da gibt es nachher einen ganz lockeren Hefeteig. Und dann geht der zackiger. Dann ist also im Prinzip Hefe, das ist mit Kohlendioxid, also ist das im Prinzip ein Moped für Kuchen. Nein, Hefe ist vergleichbar. Oder? Nein. Hefe ist vergleichbar mit deinem Bauch. Wenn du oben was reingibst, geht er unten auf. Stimmt, aber dann kommt keine Gelbwurz, sondern Gelbfurz. Ja. Okay. Er hat angefangen, nicht er ich. Er hat angefangen. Habe ich so einen strengen Mutterblick gerade gehabt? Du hattest gerade so ein klein bisschen den Blick, dass du sagst, Horst. Ja, reiß dich zusammen. Guck mal, Horst, ein super schöner Teig, perfekt. Ja. Stör mich doch nicht, Johann, ich bin im Stress. Und diesen Teig lassen wir jetzt hinten einfach aufgehen. Hinten aufgehen? Ja. Und hinten. Der geht jetzt auf? Mhm. Der geht auf, das dauert zwar 2 Stunden, aber der geht auf.
Ich habe schon Tage auf Hefeteig gewartet. Ah, guck mal. Kann ich nicht. Soll ich dir was? Pass auf jetzt. Ich meine, der hat ein bisschen vorbereitet. Nein, haben wir nicht. Ach, haben wir überhaupt nicht. Nichts vorbereitet. Nichts. Machen wir aus dem Handgelenk machen wir das mit dem Hefeteig. Und das finde ich jetzt spannend, Susanne, weißt du? Ich bin spannend, wie er den Apfel schält. Ja, nicht nur das. Ihr euch mal um eure Platten da drüben? Ja, später. Lava, schwätze noch keine Ergebnisse. Weißt du, wenn es jetzt so einen Obstvorsteher geben würde, der würde die Ohren zuhalten, weil die schreien vor Schmerz, die Äpfel. Na, pass mal auf, wenn ich das Messer hole. Weil jetzt gibt es ein Massaker. Würfel muss ich draus machen, oder? Hast du auch ein Brotmesser? Das wäre irgendwie gut. Haben wir aber. Aber weißt du, brauchen wir nicht dringend. Kriegst du auch so hin? Ja, ja. Aber guck mal bei Thomas, wenn der jetzt nach der Sendung rausgeht und die fragen den, was hast du denn so gemacht in der Sendung? Hab ich ein Äpfelchen geschnitten, 40 Minuten. Ja. Moment mal. Also ich habe an der Eismaschine alles gegeben. Also. Dem Hefeteig auf die Sprünge geholfen. Wir wollen ihn nachher mal sehen, am Ende, was auf dem Tisch steht. Und er ist gegangen. Oder seht ihr ihn noch? Also. Ja. Okay, also ich mache jetzt hier gleich für meine Wachtel Rotweinbutter. Ich habe die gleiche Pfanne von den Wachteln mit Schalotten und Knoblauch angeschwitzt und eine ganze Flasche Rotwein draufgekippt zum Einkochen. Ja? Es gibt eine schöne, richtige Soße. Ja? Und warum hast du denn nur eine Flasche Rotwein genommen, Johann? Ich koche jetzt hier vorne Polenta. Und zwar mit frischer Brühe. Und etwas Sahne. Butter? Ich mag ja Spitzbrot. Rein damit hier. Aber eine richtige Lächelsoße. Ich mag überhaupt gern Kohl. So, ich mag auch gerne Kohl. Was? Weil Kohl macht auch wieder Kohlenmonoxid, ne? Ja, gut. Lecker, und dann sind wir schon beim Hefeteig. Da sind wir schon beim Hefeteig. Zack, vom Spitzkohl zum Hefeteig. Und wenn du den ganzen Topf isst, kannst du mit Eigengas nach Hause fahren. Jetzt Zucker ablöschen, dass er schön braun ist da. Guck mal hier. Karamell. Jetzt geben wir dazu etwas Apfelsaft. Ja. Jetzt machen wir jetzt eine richtige schöne Flüssigkeit für unsere Äpfel. Ja. Ich hoffe, es bleibt noch was übrig hier von den Äpfeln. Doch. So ist gut. Perfekt. Ja. Guck mal hier. Ich muss sagen, ich habe heute einen ganz tollen Assistenten. Schon lange keinen so guten mehr gehabt. Am Apfel kann er alles. Was ist das? Wie im Kindergarten. Ja. Weiß. Ja. Wenn einer seine Laterne richtig versaut hat, sagt die Kindergärtnerin, so was Schönes habe ich selten gesehen. Ja, ja. Stimmt. Ja. Aber in der Schule hieß das bei mir immer anders. Also, wenn Sie eigentlich sagen wollten, ich bin ein Trottel, hat immer der Lehrer dann ins Zeugnis geschrieben, Thomas Orner mühte sich redlich. Ja. Das klingt besser, oder? Stimmt. Ja, so. Aber. Ich finde, Susanne, du hast sehr schöne Sachen gemacht. Ja. Auch wirklich, das ist in meinem Sinne. Ja. Weil das alles, du kannst es vorbereiten, es geht fix. Ich mag nichts, was so ewig dauert. Und ich mag auch, wenn ich Gäste habe, gerne was schon im Ofen steht. Und ich kann nett an der Tür stehen und sagen, hallo, muss nicht mehr noch so. Ich möchte jetzt einfach mal sagen, Susanne, du hast eine sehr, sehr schöne Laterne gemacht. Unser Hefeteig ist aufgegangen. Der ist wieder da. So. Der ist wieder aufgetaucht. Mein Hefeteig geht nicht nur, er kommt auch wieder zurück. Wie schnell 2 Stunden vergehen können, das fand ich. Der bescheißt uns doch von vorne bis hinten. Ja. Guck mal, in der 45-Minuten-Sendung sind in 10 Minuten 2 Stunden vergangen. Ein super lockerer Hefeteig. Ganz super. Besser kann man den nicht machen, siehst du hier. Stimmt. So Kugelformen. Tommy, den hast du spitzenmäßig gemacht. Ja, da kommt ja auch aus der Eismaschine. Jetzt formst du so Kugeln, dann setzen wir die Kugeln hier in diese Form nebeneinander. Alle gleich groß, ja, Tommy? Auf geht's jetzt, komm. Gib Gas. Alle mithelfen jetzt, komm. Ja, komm, gib mal Gas hier. Schneller rühren. So, schöne Kugeln. Guck mal, Johann hat schon 2, du bist noch bei der ersten, Tommy. Hast du nichts zu tun? Na, ich beobachte das Ganze, einer muss ja hier gucken. Hier so? Ja, genau, schneid Stücke raus. Stücke, jetzt noch mal Stücke schneiden. Ja. Kleinere Stücke. So. Schneller, komm. Er ist mein Chef, nicht du, ja? Ja, komm.
Ich höre nur auf Johann. Susanne, du passt auf die Laterne auf, dass die nicht anbrennt. Hast du den Backofen mit Absicht auf, damit es auch ein bisschen hier heizt? Ja, weil mir war sehr kalt im Studio. Ja, verstehe. Aber es liegt ein bisschen mehr daran, dass meine Pfanne einen Stiel hat, der nicht wirklich in diesen Backofen passt. Mich nicht. Hier läuft alles super. Ja, schon seit Stunden läuft das super. Ja, ne? Weißt du was, Susanne, ich ruf mal an. Johann hat ja sowieso keine Zeit, den darf man jetzt nicht mehr stören, sonst wird der krawitzig. So, die Brigitte Wulfhorst aus Gütersloh. Mal gucken, ob sie zu Hause ist. Wulfhorst. Ja, hallo, hier ist Horst Lichter von Lava Lichter Lecker. Brigitte, hallo, Herr Lichter, freut mich, Sie zu hören. Oder bitte? Es freut mich, Sie zu hören. Ja, mich freut dann auch, dich zu hören. Man hört dich aber auch wirklich gut. Ja, dann ist es ja in Ordnung. Brigitte, was darf ich denn für dich tun? Ja, ich habe eine Frage, die ist zum Teil schon ein bisschen beantwortet. Und zwar geht es um Pfifferlinge. Ja. Da möchte ich einmal wissen, was muss man beim Kauf beachten, beziehungsweise bei der Lagerung? Also beim Kauf muss man beachten, dass es wirklich sich um Pfifferlinge handelt, wenn die Dinger nur rot... Ja, ernsthaft? Ruckzuck hat man ihnen Pfifferlinge verkauft die ganze Zeit. Also wichtig ist, dass sie noch trocken sind, dass sie keine nassen Stellen haben, dass sie keine Flecken haben. Dann muss man sie lagern. Ganz trocken, am besten wirklich in so einem Körbchen. Das ist also nicht nur aus einem Märchen sehr hübsch, sondern die müssen atmen können. Sobald die feucht werden, werden die uselig, fies und schmecken auch nicht mehr. Boah, pass auf. Aha. Was? Als ich früher Pfifferlinge gesammelt habe und ich habe die dann verkauft, habe ich immer vorher den Korb in kaltes Wasser getaucht, damit sie schwerer waren. So. Johann, du weißt ja, das verjährt nicht. Ne? Das gibt noch mal eine Anzeige. Aber jetzt wissen Sie auch, warum ich mit dem Moped fahre und der mit dem Hubschrauber rum ist. So. Ja. So. Entschuldigung, Brigitte. Also, es ist wirklich wichtig, die müssen trocken gelagert werden und dann darf man sie auf keinen Fall waschen. Ja. Weil ich beobachte, und dann habe ich noch eine Zusatzfrage. Ja. Und zwar hast du eben gesagt, das Pfeifen beim Anbraten ist normal. Kommt durch das Fett. Das ist auch ein bisschen ausführlicher. Also es ist wirklich normal. Da haben Pfifferlinge auch ihren Namen her. Eine Pfanne. Schön heiß. Zwiebelchen angedünstet. Die frisch abgebürsteten Pfifferlinge dazugeben. Wenn sie dann ganz nah mit dem Ohr an die Pfanne gehen. Stimmt! Brigitte, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. So, sehr schön. Schatzelchen jetzt. Sehr schön sieht das aus. Ich mag ja so Baguette, wenn das sich voll Butter gesaugt hat in der Pfanne. Ja. Ja, weißt du, in Baguette selber ist ja kaum was drin an Kalorien. Da kommst du sofort in die Diäthölle, das sage ich dir. Weißt du, wenn du das probierst, das geht gar nicht erst in den Blutkreislauf, das geht direkt in die Fettzellen. Ja, fantastisch. Dann sagen die direkt, Hallöchen, komm rein, du weißt Brot. Das langt jetzt? Das langt. Runter. Jetzt belegst du das wunderbar, nicht da drauf stellen, sonst geht der ganze Ofen aus. Mit diesem wunderbaren Schinken. Ja. Weißt du, auf warmen Baguette, so einen schönen Serrano-Schinken gelegt. Dazu überbackene Pfifferlinge im Rahmen. Johann, da kannst du noch so viel Hühnereinläufe verpassen. Das ist spitz. Passt. Wobei, ich finde die Idee wirklich geil. Ich muss wirklich sagen, ich bin toll. Schon unmöglich. Ne? Susanne Fröhlich kommt und ihre Aufgabe ist, ein Schinkenbrot zu belegen. Susanne, beschwerst du dich darüber? Nein, nein. Nee, ne? Nein, nein. Guck mal, ich habe ja auch Spitzkohl gemacht. Oder Kohlspitz gemacht, wie auch immer. Können wir bitte mal kurz die Alternative zum Schinkenbrot zeigen? Und zwar hier habe ich jetzt... Bisschen respektierlich ist das. Ja,
von Tommy Orlach. Guck mal her. Wieder nur gegen mich. Hast du guck mal hier. Ja. Jetzt mal ganz im Ernst. Guck mal hier. Ein Apfelkompott der Weltklasse. Wirklich jetzt. Guck mal hier. Karamell, Vanille, Zucker. Ja. Guck mal, das ist doch. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Ich sag mal, ist es eine Steigerung zum Schinkenbrot? Ich finde das immer sehr schön, wie bescheiden Johann diese Beurteilungen macht. Gerade über sein eigenes Essen. Hast du gemerkt, das beste Apfelkompott der Welt. Ne? Der Welt. Übrigens, jetzt probierst du mal Spitzkohl. Das ist übrigens das Beste im Universum. Ja, dann mit Fisch dazu. Die schöne Senfnote. Ja, genau. Lecker, ne? Super. Ja, stell dir mal vor, jetzt noch den Fisch dabei. Oh. Mhm. Ne? Kannst ein bisschen euphorischer, aber komm, wir üben da mal. Oh. Ja. Hier kann man arbeiten. Tommy, jetzt kannst du mir bitte etwas Sahne schlagen, ja? Susanne, die freuen sich schon wie doof auf dein Zeug. Ja, wunderbar. So, komm her. Okay, wo ist das Pfifferling-Dingsbums, der Auflauf fertig? Ja. Das ist im Prinzip... Ich glaub, fertig, guck mal hier. Oh. Ne? Oh. Mein Fisch ist auch fertig. Sehr schön sieht das alles aus. Kann ich den rausholen? Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wir drehen nur die Temperatur runter. So. Deswegen habe ich ja auch hier den Backofen auf, weißt du? Ja, dann lasse ich das auch noch mal kurz in der Pfanne, damit das ein bisschen warm bleibt, okay? Das Brot darf dann aber nicht zu trocken werden, ne? Naja, was soll ich machen? Ich habe ihm gut zugeredet, aber... Ach so, jetzt läuft's, ja. Mein Polenta ist wunderschön hier. Polenta ist wunderschön. Guck mal hier, Polenta gibt's dazu. Ja. Das beste Polenta der Welt. Und das Eis. Ist das das beste Apfelkompott der Welt? Probier mal, probier. Das ist mundgeklöppelt. Ehrlich jetzt, ohne Witz. Guck mal, allein wie die Äpfel geschält sind. Ja, und schau mal, wie die Sahne auch aufgeschlagen wird. Ne? Nicht, aber es schmeckt sehr gut. Du sollst die Sahne nicht mixen, sondern aufschlagen. Ja, aber... Siehste? Ja, was denn? Das ist Thomas, so du ist hast er. Gesagt, ich soll das Gerät nehmen. Das ist dir ein Handrührgerät. Wie macht man das an? Da ist ein Schalter. So, jetzt. Ist das so okay? Ja, ich sag ja, und jetzt rein? Bleib bei deinen leichten Ohren, bleib bei deinen Äpfeln. Ne? Also. Oh, Entschuldigung! Oh, Entschuldigung! Ja, ich bin ein besserer Schaumschläger. Ne? Aber gerade halten so. Ach, ist das nicht schön. Ja, aber ein Versuch war es doch wert. Mit Pürierstab, die Sahne ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ne? Nein. Ja, ich mag gerne pürierte Sahne, aber wenn er es nicht haben möchte. Du, wir hatten ja auch schon Leute hier, die haben beim Eiertrennen versucht, die nach Farbe zu sortieren. Ja, also ich bin da ja schon richtig froh, dass wir heute da ganz vorne liegen. Ah, jetzt machst du die Deko? Ja, ich bin guck so mal. Froh, wenn ich nach Hause komme, kann ich sagen, Schatz, soll ich dir die Sahne schlagen? Ja. Welche Überraschung wird das sein? Du hast einen Erkenntnisgewinn mitgenommen nachher. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Wie viel Zeit haben wir doch überhaupt? Johann, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ansonsten präsentierst du nächste Woche Samstag, was du gemacht hast. Ja. Aber ich kann mal kurz den Leuten zeigen, wie perfekt unsere aufgegangenen Buchten schon gebacken sind. Guck mal hier. Meine Sahne ist auch aufgegangen. Interessiert das noch jemanden? Oder? Nee. Sehr, sehr schön. Ist okay, ist okay. So, das merke ich mir. Mixer, Schläger. Okay, alles klar. Eismaschine, Küchengerät. Eismaschine, Küchenmaschine, Hefeteig, Lava. Übrigens, Johann. Gut. Johann. Die Horst. Zeit. Susanne. ZDF. Herd. Lecker. Lecker. Ja. Gut. Ach ja. Ja. Das ist schon eine schöne Sendung, oder? Eine sehr schöne Sendung. Ja. Irgendwann koche ich hier mal. Mhm. Ich freue mich drauf. Ja, das kommt also, noch. Den brauchen wir wahrscheinlich noch mal, oder? Brauchen so, wir das Teil, ich habe mir nämlich überlegt, zur Dekoration so ein bisschen rohen Spitzkohl mit ein bisschen Abrieb von Zitrone. Wo ist kalt? Ist das der Ofen, der geht nicht, oder was ist denn da? Ja, hättest du mal die Klappe zugemacht, Johann. Das ist ja oft
gut. Ja. Ich mache ja immer die Klappe am Backofen zu. So, pass auf. Okay, wir haben jetzt hier den Polenta schön. Wo ist die Schlagsahne? Hier. Gib mal her, bitte. Bitte schön. Tu mal so zwei Löffel rein hier. Zwei Löffel. Schlagsahne kommt in die Polenta? Ja, ganz was Spezielles. Estragon, geh mal rein. Jetzt wird ja auch die weltbeste Polenta. Ist das ein Löffel? Das ist ein Löffel. Okay, hier rein. So, nee, da. Gut. Ja. Chili und zwei Löffel Schlagsahne. So. Hast du ausreichend Butter, Johann? Ich habe genug. Und dann probieren bitte. Probier mal, wie schmeckt. So. Ein bisschen Löffel holen. Ich glaube, wir machen auch ein bisschen sauber und dann machen wir schon mal ein paar Teller fertig. Ja, finde ich. So, du kannst dir übrigens überlegen, ob du deine Pfifferlinge servieren möchtest, gleich in der Auflaufform. Oh, was da fehlt? Kommt was auf sie zu. Was fehlt? Super. Wir kriegen, die kriegen ja nichts. Dann nimmt Johann ja mal mit nach Hause. Was fehlt? Also, Horst, komm mal her, bitte. Ich komme, Johann. Probier. Obwohl, du darfst mich eigentlich jetzt nicht stören. Susanne, probier mal. Erstmal Frau mit Geschmack. Aber pass auf, wenn man das probiert, musst du danach eine Kleidergröße mehr bestellen. Und? Kommt es auch nicht mehr drauf an. Scheiß drauf, ne? Mhm. Und lecker? Super. Ich bin nicht so ein Polenta-Freak, aber sie schmeckt jetzt. Das hat so was Riesiges irgendwie. So wie salziger Grießbrei. Findest du? Ja! Probier's! Es schmeckt ein bisschen wie salziger Grießbrei. Sag's also, mal ehrlich. Horst, das siehst du mal das Ergebnis. Eine halbe Stunde bei dir, die Frau hat keinen Geschmack mehr. Aber es schmeckt wie salziger Grießbrei. Vielleicht hätten wir die Sahne doch pürieren sollen. Oder? Aber mir schmeckt. Mir schmeckt. Horst, was meinst du? Also es ist eine wunderschöne Laterne geworden. Sehr lecker. Nee, Johann, also ganz ehrlich, wenn ich so eine Polenta könnte, würde ich nur noch Polenta kochen. Ja. So, wir sind dann soweit. Das alles kannst du noch so einen Apfel schnitzen? Kannst du das? Schnitzen auch noch. Ja, so ganz fein hier reinschneiden und immer eine Scheibe weiterschneiden. Das riecht. Siehst du, so kannst du das? Das riecht sehr gut. Ist das deine Deko oder was? Und am Ende bekommst du so eine tolle Deko raus. Kennst du das? Dekomäßig, was meinst du? Drin lassen oder auf einzelne Teller? Du bist ein Mädchen. Weiterschneiden, also immer weiter. Von einer Seite zu an. Genau. Nimm dir kleine Teller, große Teller. Ich finde, die Leute wollen ja alle was probieren, also machen wir mehrere Portionen. Ja, eine nehmen wir dann gleich mit an den Tisch. Und den Rest verteilen wir nachher im Publikum. Ja. Ne? Hast du mir noch? Jo, was möchtest du haben? Handtücher. Wieso haben wir eigentlich? Ach, hier ist ein Handtuch. Ich wollte gerade sagen, so ein Handtuch für mich wäre auch toll. So. So. Ich gebe jetzt zu meiner Rotweinbutter noch dazu, wirklich Butter. Also einfach eingekochter Rotwein. Das wird jetzt nur noch gebunden, damit die Rotweinbutter richtig schön cremig wird. Aber die darf auf keinen Fall mehr kochen, sondern es muss richtig schön dunkel sein. Sie sehen, wenn man eine Flasche Rotwein nimmt für so wenig Soße, dann wird das richtig lecker. Guck mal hier, das ist eine richtige schöne Soße. Total sämig. So. Jetzt holen wir raus erstmal unsere Wachtel. Allererstes. So. Also ich kann nur sagen, sensationell schön. Guck mal da. So, wir machen sie ganz auf dem Teller, weil ich finde, das gehört dazu so. Machen rundherum dann erstmal oben drüber so ein bisschen von dieser Rotweinsauce und auch rundherum. Also, Johann, ein Träumchen, wirklich ein Träumchen. Ja. Super schön, Johann. Aber wirklich, wie du das hinbekommen hast. Ja, guck mal. Nee, sieht echt toll aus. Ja. Wichtig ist immer natürlich dann am Hintern. Dann ist ja auch Niedrigtemperatur garen, weißt du? Weißt du, hinten dran die Garnitur. So, Wachtel, ja? Fertig. Perfekt. Jetzt machen wir als nächstes gleich unsere. Wir zwei gehen schon mal an den Tisch, Schatz, ja? Darf ich mal meinen Fisch zeigen? Guck mal, sieht der nicht traumhaft aus? Saftig, glasig, das Gemüse.
Müssen wir die jetzt so einzeln rausholen, ja? Oder so. Darf man die dann so rausholen jetzt? Ja, nee, komplett zusammen. Alle. Komplett zu. Das ist so komplett toll, wenn zusammen ich rausholen. So. Zusammen. Rausschieben die Platte. Jetzt sagen wir den Zuschauern kurz unsere Buchteln. Wuchteln. Wuchteln. Guck mal hier. Wuchteln. Da drauf kommen jetzt die heißen Äpfel. Die können ins Publikum. Ich nehme noch Gabeln mit. Ja. Guck mal hier. Ich kann nur sagen, ich Leute. Ich hab Gabeln. Gut. Guck mal, das wie ist Johann Wahnsinn. Anrichtet. Das der ist sieht doch so hungrig aus, der Mann. Gerne. Einmal hier und einmal gnädiges hier drüben. Gnädiges Fräuleinchen, bitteschön. So. Sie kriegen noch Besteck. Hier auch, ja? Wie kein Fleisch. Pilze, seit wann ist ein Pilze Fleisch? Du meinst den Schinken? Ah, ja. Bist du Vegetarier? Macht ja nichts, dann kann man dich ja später mal kompostieren. Ja. Ja. So, bei dir und der Schinken. Gerne. Susanne, mein Häschen, komm her, ja. Setz dich. So. Bitte schön. Hier komm haben wir noch eins, das bringe ich noch unter die Leute. Nee, lass das für uns. Ach so. Ja. Ach, eins essen wir auch selbst. Nee, für Fotos für später. So. Dankeschön. So, ich gebe oh, zu dein Nachtisch. Und toll. Buchteln, guck mal hier. Wachtel. Oh, lecker. Und jetzt kommt noch eine Schüssel. Da würde ich sogar den Grießbrei mitessen. Sieht toll aus. Das sieht wirklich toll aus. Ja. Ne? Vor allen Dingen die Wuchteln, die gefallen mir. Johann, ist das jetzt wirklich. Also die sehen toll aus, Johann. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Die mit diesen herrlichen Äpfelchen. Finde ich ein Träumchen. Passt da eigentlich Rotwein zu, Johann? Ja. Ja, super. Was anderes haben wir nämlich nicht. So. Passt. Ja? Ich möchte mir dein Essen schön trinken. Oh, so. Eis sieht aber schön aus, Johann. So. Komm doch, mich auf zum Schälen jetzt. Ach so, das war, so, war für umsonst, oder was? So habe ich das nicht gemeint. Ich habe mich umsonst hier. Ja. Lass es. Thomas, 45 Minuten Äpfel schälen reichen. Nein, aber jetzt hat er die alle einzeln rausgerissen, obwohl es ja. Soll so ein Fächer werden. Ja. Ja, für den Anfang kommen. Den hättest du ja zusammenstecken können. Hallo, meine Damen und Herren, ich möchte zusammenfassen. Wir haben heute nicht nur das weltbeste Essen von Johann Lafer gesehen, sondern ich glaube sogar, mit diesen Gästen haben wir die weltbeste Sendung gehabt. Ja, großartig. Willst du nicht doch die Apfelscheibe? Meine Damen und Herren, wer nächste Woche einen Einlauf bekommt, sehen Sie natürlich nächste Woche Samstag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.